Endspiel der WM ist bedeutend. Es gibt einen Sekora. Bamba. Martinez. Mal gucken, ob sie von dieser Balleroberung profitieren können. Zuniga. Peter attackiert. Guari. Cuadrado. Ein Virtuose, ein Künstler. Der kann alles am Ball. Martinez. Guari. Perea. Gutierrez. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schuss und das war unglaublich eng. Salomon Kalou. Sokora. Drogba. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Yepes. Guari. Cuadrado. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Sofort abgezogen und... So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Martinez. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Cuadrado. Colotori. Guari. Aguilar. Gervinho. Sokora. Romaric. Und Achtung, genau hingeschaut. Gervinho. Diese Flanke findet keinen Abnehmer. Cuadrado. Guari. Gutierrez. Rosso. Sokora. Salomon Kalou. Gervinho. Romaric. Aurier. Und die Teamkollegen sind da. Oh, Risiko. Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen. Aber die Schiedsrichter haben aufgepasst. Abseits. Martinez.
Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Aguilar. Ja, tolle Chance. Und schon wieder Eckball. Kann er sich den Ball holen? Socorro. Yaya Touré. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Jetzt muss nur noch ein bisschen Risiko dazu kommen in der zweiten Halbzeit, da wird es ein richtiges gutes Fußballspiel. Ja, also genauso sehe ich es auch. Das Ganze läuft hier auf Augenhöhe ab, aber noch... Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Zuniga. Gutierrez. Rodriguez. Jetzt müsste er flanken. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Der könnte passen. Perea. Guarín. Gutierrez. Aguilar. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Cuadrado. Die Flanke kommt gut. Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen. Gosso. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Drogba. Klasse Zuspiel. Nicht abprallen lassen, nicht fallen lassen. Festgehalten. Super. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Zuniga. Martinez. Diomande. Jetzt schießt er und Tor! Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Schöne Traumkombination. Carlos Sanchez. Cuadrado. Ein
gefährlicher Pass. Ein Versuch der Balleroberung. Achtung! Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn. Fällt Guarin. Ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Den hat er wieder im Kasten untergebracht. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Gervinho. Diomande. Yaya Toure. Und Drogba. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Rodriguez. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Diomande. Zuniga. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Sokora. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Armero. Rodriguez. Guarin. Und? Klarer Fall, Freistoß. Entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Der Sieger seit noch 90 Minuten, wissen wir es noch nicht. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Unentschieden, der Spielstand nach der regulären Spielzeit.